Hallo, mein Name ist Susanne Schöder und ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratoren aus Bremen. Heute zeige ich dir, was für wahnsinnig tolle Post ich bekommen habe zu meinem Geburtstag. Also es lohnt sich wirklich, Geburtstag zu haben, wenn man so schöne Post bekommt. Und nach dieser ganzen tollen Post hätte ich wirklich am liebsten jeden Tag Geburtstag. Ich fange jetzt mal an und zeige dir die wahnsinnig tollen Karten. Diese Karte habe ich von Beate bekommen. Vielleicht sind ja auch ein paar Anregungen für dich mit dabei, wie du in Zukunft vielleicht mal eine Geburtstagskarte machst. Die Karte ist von meiner Downline Jana. Finde ich auch ganz toll. Es sind alle toll. Also ich kann gar nicht sagen, welche am tollsten ist. Das gibt es, glaube ich, auch gar nicht. Diese Karte ist von Helene. Schön geprägt. Ich hoffe, man kann das auch so gut erkennen. Und gestempelt. Jetzt hatte ich sogar Post aus Amerika von Shannon West. Shannon ist diejenige, die I bring my birthday back ins Leben gerufen hat, weil sie festgestellt hat, dass es zum Geburtstag immer weniger schöne Post gibt. Und das hatte ich auf meinem Blog ja auch schon mitgeteilt. Wer sich da einträgt oder mir einfach eine E-Mail schreibt mit seinem Geburtsdatum und seine Adresse, der bekommt auch von mir eine tolle Post. Und daraufhin habe ich eben auch viele tolle Post bekommen. Unter anderem eben auch von Shannon. Das ist auch eine sehr hübsche Karte. Die ist von Elisabeth. Das ist eine richtig große Karte. Mit der schönen Rose und dem Glitzerpapier. Und die ist von Christa. Hier ist auch eine wirklich tolle Karte. Und da war auch noch so ein toller Umschlag dabei. Die ist von Lena. Erst habe ich ja gedacht, was ist denn das? Das ist ja alles falsch rum. Und wenn ich das aufmache, ist es auch alles falsch rum. Aber nein, das ist schon alles gut durchdacht. Ist das nicht toll? Ich versuche das mal so zu zeigen. Eine wirklich tolle Idee für eine Geburtstagskarte. Vielen Dank, Lena. Diese Karte ist von Barbara. Auch unheimlich schön, dieses geprägte mit den Schmetterlingen. Dann ist hier auch eine schöne, auch mit einem schönen Schmetterling. Die ist von Sarah. Hier schön mit Embossing. Jetzt haben wir ein kleines süßes Törtchen. Oder vielmehr ein Muffin. Von Nina. Ich finde es auch immer schön, so dieses auf alt gemacht, vintage, chubby Look. Sehr schön. Die Karte habe ich von meiner Stempelmama bekommen. Das ist so in dieser Schattentechnik. Die ist auch ganz süß. Die habe ich von Petra bekommen mit den kleinen süßen Eulen. Also wie gesagt, das sind alle einfach schön. Dann habe ich hier noch ein riesen Karton bekommen von Dietlins. Ab und zu schickt sie mir dann immer so ein kleines Update von den ganzen Sachen, die sie so gebastelt hat. Und da ich ja zum Geburtstags-Candy aufgerufen hatte, dachte sie sich, macht sie das mal wieder. Hier sind viele kleine Anregungen drin. Ein bisschen ins Bild. Einmal Zucker. Also, das ist da schon rausgefallen. Ja. Ein bisschen Energiekick. Diese beiden kleinen süßen Sachen waren in dieser Verpackung. Dann haben wir hier noch eine Karte mit Knöpfen. Noch einmal ein Hintergrund. Ich würde sagen, das könnte entweder was Papier, also muss ich auch mal richtig rumhalten. Oder eventuell so Tempo, was so geknautscht und eingefärbt wurde. Das ist noch eine süße kleine Verpackung. Das ist eigentlich ein bisschen. Hier ist noch etwas Süßes.
auch mit Nervennahrung. Hier ist noch mehr Nervennahrung, ein kleines Gläschen von der leckeren Schokolade. Noch eine Verpackung, da war auch dieses hier drauf. Und hier ist noch eine Anleitung dabei für diesen Glücksklee, wie ich den anpflanzen sollte. Und dann haben wir hier noch zwei kleine Stecker und noch ein kleines Kärtchen. Das reicht an sich bis zum nächsten Geburtstag. So viele kleine süße Sachen sind das. Jetzt haben wir hier noch mehr Karten. Auch eine schöne Karte mit diesem Blümchen. Ich liebe die Blumen ja. Ich liebe ja sowieso Blumen. Aber ich liebe an sich alles. Die ist von Sabine. Noch so eine schöne quadratische Karte, auch wieder mit Blümchen und Schmetterlingen. Die ist von Inga. Hier kommen einmal ein paar kleine Fischchen von Regina. Hier kommen noch mal ein paar schöne süße Blümchen. Eine ist oben drauf gesetzt, was ich auch immer sehr schön finde. Die ist von Alide. Nochmal eine schöne Karte, die auch schön, der Hintergrund ist geprägt, auch mit Blümchen. Blümchen sind immer gut. Also, und die ist von Ines. Hier ist auch eine tolle Karte, die kommt aus der Schweiz, von der Bea. Auch eine tolle Idee. Hier haben wir noch eine andere Kartenform. Die ist von Bärbel und man stellt sie so auf. Dann habe ich noch eine tolle Karte bekommen von der Sandra. Eisbecher sind immer gut, an den Rändern ein bisschen genäht. Und eine habe ich noch, und zwar von der Andrea. Die macht auch immer ganz tolle Sachen und hat auch einen Blog, und da lohnt es sich immer mal zu stöbern. Sie hat dafür auch sogar schon eine Anleitung online gestellt. Da solltet ihr mal schauen gehen. Denn wenn man sie öffnet, ist das nicht genial? Ich war da auch schon mal dran, die zu basteln, aber dann hatte ich es wieder aufgegeben, weil ich irgendwie nur bei YouTube ein Video gefunden hatte, was auf Holländisch, glaube ich, war, und dann eins in Englisch, dann war das alles wieder mit Inch, und Inch und ich werden nie Freunde werden, aber jetzt dank Andrea werde ich das bestimmt auch mal schaffen. Das waren meine ganze tolle Geburtstagspost, und wie gesagt, es ist wirklich nicht wenig gewesen. Vielleicht war ja die ein oder andere Anregung für dich mit dabei, das würde mich sehr freuen. Und nochmal auf diesem Weg vielen, vielen Dank für alles und für diese ganz tolle Post. Ich werde jetzt ein paar Lose schneiden und dann auch gleich die Verlosung hinterher schicken. Erstmal bis später. Tschüss. So, da bin ich auch wieder mit meinen Losen. Los geht's mit Platz Nummer 3. Und da gab es jetzt zu gewinnen einmal die schönen Strasssteine und einmal den Perlenschmuck. Regina, herzlichen Glückwunsch. Platz Nummer 2. Da gibt es einmal das schöne Stempelkissen Melonsorbet und einmal Grasgrün. Und das hat gewonnen Elisabeth. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt Platz 1, einmal das Stempelkissen in Taub, in Minzmakrone und einmal den Glitzerkleber in Rot. Und das hat gewonnen
nicht rausfallen. Wir wollen nicht schummeln. Schon wieder. Lena, herzlichen Glückwunsch. Ich werde die Gewinne diese Woche noch rausschicken zu euch, damit ihr sie auch schnell bekommt. Ich möchte mich nochmal wirklich recht herzlich bedanken für diese wahnsinnige tolle Post. Also, ich hole den Stapel nochmal hier rüber. Es ist wirklich, wirklich irre, was da an Post gekommen ist. Und wie gesagt, ich bin oberglücklich gewesen, so schöne Post zu bekommen. Ich hätte gerne wirklich jeden Tag im Jahr Geburtstag, wenn es dann so schöne Post gibt. Wenn auch du tolle Post bekommen möchtest, melde dich doch einfach auf meinem Blog an oder schreib mir einfach eine E-Mail mit deiner Adresse, deinem Geburtsdatum und ich schicke dir dann auch eine schöne Karte, so dass man sich noch mehr freut, wenn man Geburtstag hat. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Eure Susanne.